uns einfach so Probleme machen. Also sich für voll toll halten. So. Und schwupps haben wir schon den 16.17. des ersten Monats. Designation. Ich sag mal kurz, sie sollen hier nicht minern. Ups. Hier nicht minern, sondern erstmal die Haupthalle ausräumen, weil sonst fangen sie wieder an, so wie hier Einzelteile übrig zu lassen und dann in den nächsten Ebenen weiterzuarbeiten. Deswegen. So. Sollen sie erst die Haupthalle leer räumen? Dort ruhig ein Nickerchen halten. Und dann die anderen Sachen. Ja, jetzt pennen beide. Und da wir jetzt langsam Eidlerzwerge kriegen und hier ja eigentlich alles freigeräumt ist, Stone Stockpile bitte. Fangt ihr schon mal an, mir hier die große Halle leer zu räumen. Und die Wege und alles. Das tun wir dann alles nachher ein paar Etagen tiefer. Aber jetzt schaffen wir es erst einmal aus dem Schuss. Genau, die, die idle waren, können jetzt kommen und sich ein bisschen hier austoben. Wir haben immer noch Krähen da, aber die haben nichts geklaut, hoffe ich mal. Auch wenn sie jetzt gerade über meinen Stockpile weggeflogen sind. Und wir haben einen Hund, der von einer Biene gestochen wurde. Tolle Nachricht. Der Hund ist jetzt aber nicht irgendwie verletzt, oder? Nö. Der hat sich einfach bloß mit der Biene angelegt. Wir können ja mal kurz die Hunde durchgehen. Status domesticated. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht genau wissen. Komm, gib mir Livestock. Wunden. Sehen aber alle ganz soweit okay aus. Dort ist übrigens die Hummel, also. Ja, hier ist eine Bumblebee, eine Hummelkolonie. Und da sind Honigbienen. Ja. Es ist klar, dass der Hund gestochen wird. Hier klappt alles soweit. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die eine Hälfte freigeräumt kriegen. Und dann noch die andere Hälfte und dass wir dann Workshops bauen und unsere Stockpiles hineinbringen. Oh, und einer meiner Zwerge ist zum Miner geworden. Sehr schön. Sardonyx. Bist du ein Stein? Obsidian, Silberkuppers. Bismuth. Blakkohle, Tetrahydrit, Salpeter, Nativ Koloid. Sehe ich jetzt nicht, dass wir daraus was machen können. Sardonyx. Aber das sieht wie ein Erz aus für mich. Das sieht für mich wie irgendein Erz aus. Nuggets, Malachit, Nativ Aluminium, aber ich sehe es hier nicht, ich sehe nur Obsidian, Schalk, Dolomit,
Silbernackels, Malachit, okay. Müssen wir mit klarkommen, soweit. Dass wir bis jetzt noch kein Erz gefunden haben, aber das kommt sicher noch. Wir haben ja Shallow und Deep Metal hier. Ich hoffe, dass wenigstens eins davon Kupfer, Silber oder Eisen ist. Wenn nicht, dann müssen wir uns halt auf gefangene Goblins verlassen, die nackig machen und uns dann ihre Ausrüstung schnappen. Das ist ja auch möglich, auch wenn ich es jetzt in der ersten Staffel nicht zeigen konnte, leider. So, können wir noch irgendwas tun in der Zwischenzeit? Gucken, was so alles hier rumfliegt. Nur die Krähen. Oder die Raben, besser gesagt. Ravens sind ja Raben, Crows sind Krähen. Als kleine Englischlektion. Ich will mal kurz gucken. So, hier hoch. Das könnten wir theoretisch noch ein Stück nach oben verschieben, dass das nicht ganz so knapp hier dran ditcht. Für dich jedenfalls. Dass das nicht so knapp da dran ditcht. Mhm. Ja. Gut. Deswegen Designation. Mach dann die Seite mal kurz weg. Sagen wir, wie viel frei? Wie viel ist jetzt denn frei? Von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, ich glaube, wir lassen es doch so lieber. So, lassen wir es mal so. Das geht eigentlich noch von der Fläche. Oder? Ja. Hier haben wir dann nämlich auch 1, 2, 3 frei, bevor wir channeln. Oder? Nochmal kurz gucken. Ja. Also die drei sind frei, das heißt hier in dem Bereich könnte ich theoretisch schon mal den Miner-Befehl geben. So, in dem Bereich kommen die Brücken hin, das heißt hier unten wird auch alles weggechannelt. So. Fast alles. Das hier wird weggechannelt. Also der Bereich hier. Alles außer das hier und das hier. So. Genau. Und es hat angefangen zu regnen. Wir sind übrigens jetzt im zweiten Monat angekommen und haben verdammt viele Krähen, Raben hier in unserem Gebiet. Und einen Lungenfisch, der sich ziemlich nah an meinen vorwagt. So, wir haben schon unseren zweiten Miner, sehr schön. Die erste Hälfte der Halle ist fast frei. Was auch schön ist.
können wir hier unten hier das Stück Foodstockpile und hier oben die ersten vier Workshops. Also Brewer, Cook, Carpenter und Dings bauen. Und hier in die Mitte setzen wir mal einen Woodstockpile, einen kleinen hier oben. Und hier direkt mittig kommt dann das Trade Depot. Dass das dann richtig schön zwergisch aussieht. Denn wir wollen zwergische Hallen haben und nicht irgendeinen popligen Turm. Und wir haben wieder Sardonyx gefunden. Auch wenn wir damit nur nicht wirklich was anfangen können. Ah, da ist was gedroppt davon. Ach, Sardonyx. Das ist Sard ist irgendeine Art von Quarz, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Könnt ihr ja. Wie gesagt, mein Englisch ist auch nicht perfekt. Gerade solche super Fremdbegriffe aus der Geologie kenne ich nicht. Aber ja. Damit ist schon mal die Halle fertig. Ich bin nämlich gerade noch am Tüfteln. Wie sagen wir hier? Sagen wir hier. So. Wenn ich sage, wir mal hier den Weg nach unten hin mache. Also. Downward Stairway ist das. So, hier kommt ein Up and Down Stairway. Und am besten hier was drumherum. So. Und hier nochmal einen. Stimmt das soweit? Ja. Und hier einen Upward Stairway hinmache. Und hier meinen Tour. Ah, halt, bis auf natürlich das hier und das hier, so. Oder sollte ich den Weg lieber auf die andere Seite und hier den Weg zum Refuse Stockpile? Ich will das nämlich nicht beides im selben Ding haben. Doch, so sollte es gehen. Dann kommt nachher halt hier der Gang hin und gut ist. So, X Remove Designation. Da machen wir nochmal kurz weg, dass das nicht nur nicht gegraben wird. Sondern lassen das Ganze jetzt erstmal so. Gucken währenddessen mal. Wo führt mich eigentlich F1 hin? F1 führt mich zu meinem Karren. Okay, machen wir mal Hotkeys fest. Du bist Main Hall. Du bist die Haupthalle. So, und du zoomst hier. So. F2 ist das Gate, das können wir auch so übernehmen. Gate, zoomst hier, so. Das heißt F1, F2, perfekt. Oh ja, da fällt mir gerade noch was ein, wo ich die Hunde und die Seile gesehen habe. So hier und so hier.